Das ist kein Actionfilm. Das sind echte Bundeswehrsoldaten, die für den Kriegsfall üben. Aber warum? Wir leben doch in Deutschland schon lange in Frieden. Also, warum brauchen wir eigentlich eine Armee? Das möchte ich heute rausfinden. Und da geht's auch schon los. Ich begleite heute diese Soldaten bei einer Übung. Sie haben die Soldatengrundausbildung hinter sich und spezialisieren sich jetzt, um Panzergrenadiere zu werden. Ein Panzergrenadier ist ein Soldat, der sowohl im Panzer als auch zu Fuß kämpfen kann. Gerade trainieren die Soldaten, sich möglichst leise durch den Wald zu bewegen. Sie verständigen sich mit Handzeichen, statt zu reden, und halten Ausschau nach dem möglichen Feind. Jetzt üben sie eine brenzlige Situation. Einen Weg überqueren, ohne vom Feind erwischt zu werden. Alle verlassen die Deckung gleichzeitig und rennen in einer Reihe auf die andere Seite. So machen sie sich weniger angreifbar. Zwei Schützen decken die Gruppe und kommen hinterher. Geschafft. Während die Soldaten eine Trinkpause einlegen, gucken wir mal, wie man eigentlich Teil der Bundeswehr wird. Wer die Arbeit bei der Bundeswehr kennenlernen möchte, kann sich für den freiwilligen Wehrdienst entscheiden. Dabei verpflichtet man sich für einen Zeitraum zwischen 7 und 23 Monaten. Währenddessen oder danach kann man entscheiden, ob man länger bleiben möchte. Es ist aber auch möglich, sich direkt länger zu binden und Soldat auf Zeit zu werden. Dabei bleibt man mindestens 2 und höchstens 25 Jahre. Ein Vorteil: Man bekommt mehr Geld als im freiwilligen Wehrdienst und kann auch bei der Bundeswehr studieren oder eine Berufsausbildung machen. Ich spreche mit einem Soldaten auf Zeit, mit dem Gefreiten Hakon. Gefreiter ist ein Dienstgrad der Bundeswehr. Wie lange bist du denn jetzt schon bei der Bundeswehr und wie lange willst du bleiben? Also ich bin jetzt seit 4 Monaten bei der Bundeswehr. Bin erstmal nur 2 Jahre da, das wird sich aber auf jeden Fall verlängern, weil ich meine Zukunft hier sehe. Mhm. Weil das absolut der Job ist, den ich schon immer machen wollte. Und 15 Jahre kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wow. Es gibt ja auch Leute, die sind nur eher kurz bei der Bundeswehr. Warum sagst du, da ist meine Zukunft, hier möchte ich hin? Ich bin damit aufgewachsen, ich komme aus einer Soldatenfamilie. Mein Vater war selber 15 Jahre bei der Bundeswehr und hat mir das alles schmackhaft gemacht. Was heißt denn schmackhaft gemacht? Was hat er dir erzählt, was hier so toll ist? Die Kameradschaft auf jeden Fall, also wie man untereinander umgeht. Wenn ich so eine Waffe sehe, dann habe ich sehr viele verschiedene Gefühle. Zum Beispiel weiß ich, dass so eine Waffe ja auch töten kann. Wie denkst du darüber? Das wurde einem schon bei dem Einstellungstest, den jeder Soldat macht, wurde einem das schon gesagt oder auch bei den ersten Unterrichten in der Grundausbildung, dass es so sein kann. Mhm. Und man muss sich dem klar sein. Und wenn man das nicht kann, dann ist man hier auf jeden Fall falsch. Ja. Ich werde das, glaube ich, nie verstehen, ehrlich gesagt. Wie man fröhlich durch die Welt laufen kann, aber vielleicht weiß, dass man irgendwann mal durch eine Waffe stirbt. Aber ich finde es umso beeindruckender, dass es Menschen wie dich gibt, die damit klarkommen. Bei uns in Deutschland herrscht seit Ende des Zweiten Weltkriegs Frieden. Deshalb mussten Bundeswehrsoldaten noch nie in unserem Land kämpfen. Zu tun hat die Bundeswehr trotzdem, denn sie hat verschiedene Aufgaben. Zu den wichtigsten Aufgaben der Bundeswehr gehört die Verteidigung Deutschlands und seiner verbündeten Länder, falls sie angegriffen werden. Andere Länder selbst anzugreifen, ist der Bundeswehr verboten. Die Soldatinnen und Soldaten erfüllen aber noch andere wichtige Aufgaben. Unter anderem helfen sie bei Naturkatastrophen oder nach schweren Unglücksfällen, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Außerdem beteiligt sich die Bundeswehr an sogenannten Friedensmissionen, um Ländern bei Konflikten dabei zu helfen, Frieden zu schaffen. Sie unterstützt in solchen Fällen zum Beispiel die Ausbildung von Sicherheitskräften oder hilft beim Wiederaufbau. Auch wenn sie Friedensmissionen heißen, können diese Einsätze gefährlich sein. Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, dass die Bundeswehr für den Ernstfall übt. Hauptfeldwebel Markus trainiert die Truppe für einen Einsatz im Wald. Also man übt hier schon immer, wie es wäre, wenn ein echter Feind, wenn feindliche Soldaten hier wären. Müssen wir ja grundsätzlich, weil das ist ja unser Job. Ne? Also wir haben ja jetzt keinen einfachen Job, ungefährlichen Job. Das ist so, das muss auch jeder Soldat hier wissen, der hier zur Armee geht.
Weil wir sind ja letztendlich für die Sicherheit irgendwo des Landes zuständig und müssen das auch unter anderen Umständen mit Waffengewalt umsetzen. Mhm. Ja? Klingt jetzt erstmal hart und brutal, aber so ist nun mal unsere Welt. Die nächste Übung sieht so aus. Der Panzervernichtungstrupp soll einen feindlichen Panzer bekämpfen. In der Übung ist das kein echter Panzer, sondern diese Scheibe hier. Auf diesen Kreis aus Glas müssen die Soldaten schießen. Mit einer Panzerfaust. Geschossen wird aber nicht mit Munition, sondern mit einem Laser. Nach der Übung treffe ich den Hauptgefreiten Erik. Er ist seit 2 Jahren bei der Bundeswehr und ich will von ihm wissen, warum er Soldat geworden ist. Ich mag Deutschland und ich weiß, dass meine Familie wohnt, meine Freunde. Und ich möchte das Land verteidigen und auch meine Familie beschützen. Und das ist eigentlich so das, wo ich sage, das ist das Ding, warum ich das hier Ganze mache. Okay, also ich merke, du hast dir schon sehr spezielle Gedanken gemacht, warum du bei der Bundeswehr bist. Richtig. Hattest du mal irgendwie so einen Tiefpunkt hier, dass du gedacht hast, boah, vielleicht ist die Bundeswehr doch nicht das Richtige für mich? Ja, das kommt. Also gerade wenn es so eine Situation ist, wo man einfach mit schwerem Gepäck bei noch vielleicht schlechtem Wetter unterwegs ist, die Klamotten sind komplett nass oder man ist komplett durchfroren und läuft am besten noch 20 Kilometer in irgendeine Richtung und weiß aber nicht genau, wo das Ziel jetzt ist, denkt man sich auch so, boah, was mache ich hier eigentlich und wofür mache ich das Ganze eigentlich? Aber wenn man dann gerade im Ziel angekommen ist und mit den Kameraden gesagt, boah, krass, wir haben das jetzt einfach geschafft, egal wie lange wir draußen waren, bei welchem Wetter, ist einfach nur toll. Nicht alle sind so überzeugt von der Arbeit bei der Bundeswehr wie Hauptgefreiter Erik. Die deutsche Armee hat ein Nachwuchsproblem. Um alle Aufgaben gut erfüllen zu können, bräuchte es viel mehr Soldatinnen und Soldaten. Seit Jahren bewerben sich aber immer weniger bei der Bundeswehr. Und die, die dazukommen, verlassen sie oft wieder. Abgesehen davon hat die Bundeswehr auch ein Problem mit der Ausrüstung. Waffen, Fahr- und Flugzeuge sind teilweise veraltet oder kaputt und nicht einsatzfähig. Es fehlt an Schutzkleidung und viele Kasernen sind marode. Mittlerweile hat die Bundesregierung zwar beschlossen, die Bundeswehr zu stärken und ihr mehr Geld für Waffen und Ausrüstung zu geben, aber bis jetzt kommt die Anschaffung nur sehr langsam voran. Zum Abschluss meines Tages bei der Bundeswehr sehe ich zum ersten Mal einen Panzer aus nächster Nähe. Wird gleich laut, ja? Also okay, jetzt wird's laut, ja? Ja, jetzt wird's laut. Bei der nächsten Übung trainieren die Soldaten, möglichst schnell aus dem Panzer aus- und wieder einzusteigen. Das müssen Panzergrenadiere einfach können. Wenn der Panzer steht, ist er besonders leicht anzugreifen. Darum ist ein schnelles Aus- und Einsteigen extrem wichtig. Das Aussteigen hat schon ganz gut geklappt. Die Soldaten legen sich kurz auf die Lauer und dann wartet der schwierigere Teil der Übung. Blitzschnell in den Panzer einsteigen. Halt, Panzerfaust! Ich hänge! Mein G36 hängt! Ich bin kein Profi, aber ich glaube, das war nichts. Die Gruppe sortiert sich kurz und bereitet sich auf den nächsten Versuch vor. Diesmal muss das Einsteigen schneller gehen. Und tatsächlich. Nach wenigen Sekunden sitzen alle wieder drin und der Panzer kann weiterfahren. Was mir so durch den Kopf geht nach diesem Tag, wie viel Verantwortung Soldatinnen und Soldaten haben. Es geht dabei ja nicht nur um Verteidigung oder um Krieg. Die Bundeswehr hilft ja auch zum Beispiel, wenn Hochwasser in Deutschland ist. Also für mich hat sie auf jeden Fall eine Berechtigung, auch wenn es hier und da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Was sagt ihr denn? Brauchen wir eine Armee? Schreibt mir dazu gerne einen Kommentar unter 9,5.de und schickt gerne auch mal unsere ARD-Mediathek-Seite. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.